bestimmt irgendwas Italienisches in mir. Das weiß ich nicht. Ich war ja noch nie in dir. Jo, ich bin ein großer Experte in Nudeln und Eiern, also ich weiß damit umzugehen. Dann ist heute bestimmt keine Party, oder? Wenn das jetzt erst... Ich glaube nicht, dass heute noch eine Party ist. Also vielleicht starten wir heute Abend noch eine Party im Bett, aber mehr auch nicht. Boah. Also allein schon mit dieser geilen Kochschürze habe ich sie schon in meinen Bann gekriegt. Wenn er das sagt. Einen großen Respekt an die italienische Küche, dass sie halt auch aus dicken Dingen lange, dünne Dinge machen können. Und sehr philosophisch. Was wird sie? Wie heißt sie? Dicke, große Nudel. Meine heißt Mario. Wir werden ja hart eigentlich. Ich glaube... Jede Nudel wird irgendwann mal hart. Nicht immer. Es geht also noch unangenehmer. Wenn du der bist, der am lautesten über den eigenen Witz lacht, dann bist du entweder Ralf Schmitz in sämtlichen Sat.1 Impro-Shows oder Philipp, wenn es um Nudeln und Eier geht.